Du willst doch nicht etwa alleine auf dein Zimmer, oder? Wir können doch noch so viel Spaß zusammen haben. Danke dir für dein Angebot, aber ich habe wirklich kein Interesse. Ach, jetzt sei doch nicht so schüchtern. Sonja, bist du das? Kommissar Gerrit Grass ermittelt undercover bei einer Misterwahl. Einer der Teilnehmer wurde in der vergangenen Nacht in seinem Hotelzimmer erschlagen. Jungs, hört mir mal bitte kurz zu. Also, was euren toten Mitbewerber angeht, ja, macht euch bitte darum keine Sorgen. Da kümmert sich die Kripo drum. Ja? Wir haben auch schon für Ersatz gesorgt. Das ist Gerrit, der wird seine Stelle annehmen. Und denkt bitte daran, es kann nur einer Dreamboy des Jahres werden. Ja? Also erstens, gebt alles. Und zum Zweiten, ich bitte euch jetzt auf die Sonja zu hören, meine Assistentin, wenn sie mit euch die Choreografie durchgeht. Ja? Jungs, wir sehen uns später. Sonja, du übernimmst. Ich hole noch ein paar Stative. So, wir fangen an mit Luigi. Der nächste ist Gerrit. Alles klar? Mr. Lover, Lover, Lover. Mr. Lover, Lover, Lover. Mr. Lover, Lover, Lover. Mr. Lover, Lover. She called me Mr. Boom. Das gibt's doch nicht! Stopp! Sonnenmist! Was ist denn los? Jemand hat mir Klebstoff ins Haargel getan. Und ich will sofort wissen, wer es war. Das werde ich dir heimzahlen. Das ist eine Scheiße! Wir machen eine Pause. In 15 Minuten geht's weiter. Mehr Hüftschwung, Gerrit. Was ist denn das hier Feines? Hat sich Alex heute extra hübsch gemacht? Nee. Das ist von dieser Misterwahl. Da hat es auch einen Toten gegeben. Ach, du meinst, es ist ein junger Mann, der da vorgestern im Hotel zur Krone umgekommen ist? Die Teilnehmer wohnen doch alle in diesem Hotel. Mhm. Und auch letztes Jahr, da hat es schon Angriff auf einen der Jungs gegeben. Wie, da ist letztes Jahr auch schon einer umgekommen? Nee, der hat überlebt. Was ist denn das für eine Veranstaltung? So ein ganz kleines Regionalding. Die Teilnehmer, die müssen sogar noch selbst Startgeld bezahlen. Tja, da hat sich also Gerrit extra fein gemacht. Mhm. Ja, und warum macht ausgerechnet Gerrit den Job, der Undercover bei der Misterwahl? Na, der hat sich völlig aufgedrängt. Aber er musste sich ganz schön ins Zeug legen, um überhaupt mitmachen zu dürfen. Mhm. Das glaube ich. Mhm. So ein Mist. Ja, du bist ja sicher, dass da Klebstoff drin ist. Ja, überzeug dich selbst. Ich hab's erst gar nicht gemerkt. Du könntest recht haben. Ja, aber das ist noch nicht alles. Gestern hatte einer von uns ein Abführmittel in der Limo. Der saß die halbe Nacht auf dem Pott. Ja, aber das Krasseste ist natürlich die Sache mit dem Toten. Hm. Hätte der Tote denn Chancen auf den Sieg gehabt? Hm, ja, schon. Aber das hat das miese Schwein ja verhindert. Ja, wen meinst du? Na, Carsten. Der Typ, der mich vorhin so doof angelächelt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der für alles verantwortlich ist. Der hat mir auch den Klebstoff ins Haar getan. Ziemlich verrückter Typ. Und dabei geht es hier nur um die Wahl zum Dreamboy des Jahres. Hallo? Ich meine, der Sieger gewinnt einen Luxusschlitten und bekommt einen Vertrag in eine Modelagentur. Vielleicht kommst du noch ganz groß raus als Model. Mailand, Paris, New York. Vielleicht gefällt Gerrit ja seinen Ausflug ins Showbiz so gut, dass er gar nicht mehr zurückkehrt. Was so ein Quatsch. Warn's ab. Vielleicht gewinnt er sogar den Titel. Ja, sicher, er gewinnt den Titel. Der Gerrit ist ja gar nicht so ein Typ für so eine peinliche Veranstaltung. Und außerdem, kennst du irgendeinen richtigen Kerl, der den Titel Dreamboy des Jahres möchte? Na ja. Also immerhin alle Teilnehmer, inklusive des Opfers. Ja, okay. Kommen wir zum Wesentlichen. Was hat die Obduktion ergeben? Ja. Also todesursächlich sind die massiven Kopfverletzungen, aber... Ja, was denn, Doc? Der ist brutal niedergeschlagen worden. Das wird wohl kaum im Affekt passiert sein. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber die Tat geschah vorgestern Abend. Gefunden wurde er erst am nächsten Morgen. Wenn man ihn eher gefunden hätte, hätte er vielleicht gerettet werden können.
Achso, du meinst, der Täter wollte ihn gar nicht töten. Möglich. Kannst du schon irgendwas zur Tatwaffe sagen? Ja, die muss aus Metall gewesen sein. Ich habe Aluminiumabrieb in der Wunde entdeckt. Okay, also, das Opfer wurde tot im Hotelzimmer gefunden. Einbruchspuren gab es keine. Ja, es gab auch keine Abwehrverletzungen. Also, es hat scheinbar gar keinen Kampf stattgefunden. Das ist doch seltsam, oder? Ja, also die ersten Schläge trafen das Opfer ja am Hinterkopf. Wahrscheinlich hat er von dem Angriff gar nichts mitbekommen. Sonst noch was? Also, als das Opfer in die Rechtsmedizin eingeliefert wurde, waren natürlich die Augen geschlossen. Mhm. Später habe ich dann entdeckt, dass er Kontaktlinsen trägt. Und auf einer Linse war ein Fingerabdruck. Aber wahrscheinlich von ihm selber durchs Einsetzen. Oder vom Täter. Es kann doch sein, dass der Täter dem Opfer noch die Augen geschlossen hat. Sowas kommt vor. Ja, also die Linsen sind gerade zur Untersuchung im Labor. Danach wissen wir mehr. Okay. Es steckt sehr viel Geld in diesem Wettbewerb. Und glauben Sie mir, nur weil ein Kandidat ermordet wurde, werde ich nicht die ganze Wahl absagen. Das wäre ja auch unfair den anderen gegenüber. Aber warten Sie mal. Gerrit, kommst du bitte mal? Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Gerrit, unser Nachrückkandidat. Hallo. Freut mich, Bettina Blüm vom Stadtanzeiger. Gerrit hat große Chancen auf den Titel. Und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede, aber ich lasse Sie jetzt erstmal alleine. Danke. Ja, wie fühlt man sich eigentlich vom Tod eines ehemaligen Konkurrenten zu profitieren? Das ist natürlich schlimm, was da passiert ist. Trotzdem werde ich meine Chance nutzen, ganz sicher. Entschuldigung, bevor Sie sich mit dem unterhalten, finde ich, sollten wir beide mal ein paar Worte sprechen, denn ich werde die Wahl gewinnen. Ich werde Dreamboy des Jahres werden. Wie bitte? Ja. Ist doch prima. Fehlt doch nur noch die ED-Behandlung. Super. Perfekt. Hey, Doktore, so früh schon. Was verschafft uns denn die Ehre? Ja, also kannst du mir mal bei was helfen? Klar, bei was denn? Ja, also ich habe eine Verabredung mit einer Frau. Es ist unser erstes Date zum Brunch. Ich habe die im Internet kennengelernt. Doc, das erste Date zum Brunchen? Nicht so laut. Das muss doch nicht gleich jeder mitkriegen. Warum denn nicht zum Brunchen? Das ist doch egal, wann man sich trifft. Was kann ich jetzt für dich tun? Ja, also ich habe mir irgendwie gedacht, ich will da nicht wie so ein Langweiler aufkreuzen. Vielleicht ist die ein Treffer. Dann habe ich mir halt in der Stadt ein Outfit besorgt. Auf was Frauen halt so stehen. Aha. Und soll ich dir jetzt beim Anziehen helfen oder was? Ja, also nein. Ja, was denn du? Ja, also ich war mir nicht so sicher, ob mir das steht. Und kannst du mal einen Blick drauf werfen? Klar. Also. Ja, also, was soll ich sagen? Ja, was denn? Das geht gar nicht, überhaupt gar nicht. Hey, Doc, zieh doch die Klamotten an, die du sonst auch immer hast. Ist doch irgendwie ehrlicher, oder nicht? Du bist vielleicht eine Hilfe, du. Komm, wir gehen erstmal einen Kaffee trinken. Hier sieht mich keiner. Tada! Und, wie sehe ich aus? Super. Fehlt nur noch das hier und dann bist du der Burner. Ja, auf damit, wir sind doch nicht in den 70ern. Es ist wirklich unverschämt, dass mein Mitbewohner dir sowas mitgegeben hat. Warum? Stell dich nicht so an. Und was ist hiermit? Nee. Hä? Könnte ein bisschen zu groß sein für dich, oder? Komm, sowas zieh ich nicht an. Mach mich doch nicht hier komplett zum Affen. Es reicht doch wohl, dass die anderen Teilnehmer vor nichts zurückschrecken. Warum? Hast du eine Spur? Naja, einer der Mitbewerber, Carsten Töppe, er hat einem anderen Teilnehmer in seine Haargeldose Klebstoff eingefügt. Und wahrscheinlich hat er sogar Abführmittel verteilt. Dann solltest du den auf jeden Fall im Auge behalten. Ich meine, ein Teilnehmer ist schon tot und im letzten Jahr wurde einer verletzt. Nein. Hier, André. Das ist der Dreamboy vom letzten Jahr. Er ist kurz nach der Preisverleihung auf seinem Zimmer niedergeschlagen worden. Hat ihm wohl einer den Sieg nicht gegönnt, ha? Oh, wahrscheinlich. Ja, ich habe ihn auf jeden Fall mal herbestellt. Konnte sich damals an nichts erinnern, der Arme. Ist mir jetzt mittlerweile eingefallen, wer der Täter sein könnte? Hm? Na, schau mal, der Zweitplatzierte schaut auch nicht gerade sehr glücklich. Nee, ganz so gar nicht. Trotzdem macht er dieses Jahr schon wieder mit. Wie schon wieder mit? Kann man da jedes Jahr teilnehmen? Ich bin doch froh, dass sich da genug Leute melden, die überhaupt mitmachen. So. Gerrit hält ihn für einen der Hauptverdächtigen. Hat der sich eigentlich schon im Spiegel angeguckt? Hm? Du würdest wohl deinen Marktwert auch gerne mal in so einem Wettbewerb testen, ha? Ja,
Hätte wohl Chancen, oder nicht? Ja, vielleicht bis zur Bademundenshow. Was soll das heißen? Was kritzt denn du so blöd? Hast du nichts zu tun, oder was? Komm, an die Arbeit. Ja.